Und damit herzlich willkommen hier bei mir auf meinem Kanal. Ich bin der Sombyra und wir spielen Forever Skies. Schön, dass ihr dazu gefunden habt. Und ich hoffe, dass ihr Bock auf dieses coole Format habt. Im Stream habe ich das schon mal gespielt gehabt. Und wir werden jetzt einfach nochmal gucken. Es gab ein großes Update und ich wollte einfach mal für YouTube neben Twitch nochmal hier ein cooles Format auf dem Kanal haben, was halt exklusiv YouTube ist. Und ich hoffe, euch gefällt das Format. Wir gucken einfach mal rein und erfreuen uns hoffentlich vieler Folgen. So, wir haben die erste Quest gefunden. Gestörtes Signal. So, Sagittarius, was, wie heißt das? Sagittarius 2 war monatelang still. Dann kam dieses Signal und wieder Stille. Niemand von uns weiß, was dich dort erwartet. Aber wenn es eine Chance gibt, dass sie das Virus gefunden haben, dann können wir vielleicht überleben. Finde die Virenprobe um jeden Preis. Unser aller Schicksal hängt von dir ab. Die Arche. Wir haben ja gesehen im Intro, es gab mal wieder, die Menschheit hat sich mal wieder selber die Erde zerstört. Und ja, wie es halt immer so ist, ne? Wie es halt immer so ist. So, wir haben einen Sauerstofftank. Wir sehen das schöne UI hier. Und sollten uns wahrscheinlich jetzt hier mal rausbewegen, ne? Ich kann schon was machen. So. Okay, mit E komme ich nicht raus, also müssen wir das Ding wegsprengen. So, kehre zum Planeten Erde zurück. Halten Tab, um mehr zu sehen. Halten wir mal. So, dann haben wir jetzt die folgenden Quests aktiv. Kehre zum Planeten Erde zurück. Wird verfolgt. Finde den Ort, von dem aus die vorherige Expedition das Rettungssignal gesendet hat. Findet die Übertragungsquelle. Alles klar. Ich weiß nicht, wo sie ist. Wir spielen das Ganze in 2K. Ich hoffe, das macht alles mit und spielen alles voll auf Ultra. Sollte mein Rechner eigentlich hergeben. Ohne, dass da irgendwie was passiert. Und natürlich, wenn euch das Video gefällt, Däumchen, dein Träumchen, Leute. So, Müdigkeitsleiste. Was haben wir jetzt hier? Grundlegende Gesundheitsparameter. Nimmt mit der Zeit ab, wird beim Schlafen regeneriert. Müdigkeit ist klar. Wenn der Wert auf Null sinkt, verlierst du das Bewusstsein. Der aktuelle Stand hat Auswirkungen auf die maximale Ausdauer. Gesundheit 2 nimmt beim Erleiden von Wunden, beim Fallen aus großen Höhen. Klar, ist logisch. Hunger, Durst nimmt mit der Zeit ab durch Krankheiten und bestimmte Arten von Lebensmitteln und Getränken. Ich weiß nicht, man konnte das doch. Wir nehmen das mal alles mit, ne? Ich bin ja mal so ein Typ, besser haben als brauchen. Also ich bin so ein kleiner Messi in dem Spiel. Wer mich noch nicht kennt, der wird das kennenlernen. Ich stopfe mir gerne die Taschen voll und hoffe dann, ja, mit dem überfüllten Inventar irgendwie zurechtzukommen. So, Computer haben wir geöffnet. Festkörperbatterie, okay, die haben wir noch nicht. Vielleicht finden wir die ja hier gleich. Ich weiß das gar nicht mehr. Wie gesagt, ich habe das einmal für 2 Stunden im Stream Probe gespielt und ja. Da fand ich es geil, aber irgendwie habe ich es dann aus den Augen verloren. So, es ging um alles, was. Es ging alles den Bach runter. Oh nein! Seitdem wir dieses verdammte Virus entdeckt haben, geht alles den Bach runter. Wir werden alle krank, die Ausrüstung fällt aus. Und dann wäre da dieses Problem mit Noah. Der Strom ist wieder ausgefallen und die Tür ist versperrt. Ich schaue nach, ob der Signalturm eine kompatible Batterie hat. So, und dann haben wir nochmal die Ressourcen technisch, Maschinenteile. Man sieht ja alles, ne, in der Datenbank, dass wir da halt ja alles finden. So, guck mal da. Ganz Maschinenteile, die wir brauchen. Wasser. Also ich weiß ja nicht, wie die Leute hier überlebt haben, ne? Okay, das hätte ich fast übersehen. Da müssen wir halt immer gucken, dass das hier hinhaut. Ich darf halt nichts übersehen, Leute. Wir brauchen wirklich alles, aber auch alles, ne? Ich weiß gar nicht, ob das hier richtig ist. Wir gucken einfach mal, was wir noch Schönes finden. Oh, hier oben liegt jemand. Da hat es jemand nicht geschafft. Das war der Gärtner. Der hat wohl nicht den grünen Daumen gehabt.
So, was haben wir hier? Ist das die Batterie? Jawohl. Da ist die Festkörperbatterie. Sehr schön. Wir genießen einmal diesen wunderschönen Ausblick hier. Ach, es ist herrlich. Die Welt am Abgrund. Und der Sombürer mittendrin. Irgendwie, ich glaube, die Menschheit hat die Atmosphäre so verseucht, dass die Menschen sich zurückgezogen haben auf so hohe Aussichtsplattformen. Alles, was so über die Atmosphäre ist, ne? Ich glaube, in dieser Welt sind wir und wir, also das kann ich ja schon mal spoilern, bekommen so ein kleines Raumschiff, was wir dann halt ausbauen müssen. So eine Art Raft im, ja, im Weltall will ich nicht sagen, also über der Erde halt, ne? So, wir haben die neue Nachricht. Gucken wir mal. Wir waren unter dem Staub. Wir haben das Labor gefunden, in dem sich das Virus vor 400 Jahren zum ersten Mal analysierten. Ab da ging alles den Bach runter. Noah wurde verrückt. Dieser Bastard hat die Probe und unser Luftschiff gestohlen und das Fluggerät kaputt gemacht und uns hier zum Sterben zurückgelassen. Er ist äußerst gefährlich. Die Probe befindet sich beim überwucherten Gewächshaus. Dort lebte ein Wissenschaftler, der die Flora unter dem Staub studierte. Wenn ihr dorthin wollt, versucht einige Funktürme und Windparks zu besuchen, um die nötigen Geräte zu bekommen. Seid vorsichtig, diese Welt will uns nicht mehr. Sie ist kein Ort mehr für Menschen. Expedition Sagittarius 2. Okay. Warte mal hier. Die Batterie. Und was haben wir hier? Die Überreste. Altes Dosenwasser. So, finde einen Weg, diesen Ort zu verlassen. Kann ich die Batterie wieder rausnehmen? Schade, geht nicht. Ich hätte die wieder mitgenommen für schlechte Zeiten. Was ist das? Ah, guck mal hier. Also wenn wir das hier schon mal verlassen, dann sollten wir auch wieder alles mitnehmen, ne? Oh, Erste Hilfe, sehr gut. Da sitzt jemand. Guten Tag. Er hat es auch nicht geschafft. Eieiei. Aber wir haben hier wieder eine Nachricht. Aber bevor wir uns die Nachricht angucken, klauen wir erstmal schön. So. Noahs Wahnsinn. Das liegt alles an diesem verdammten Staub. Noah hörte Stimmen. Er murmelte etwas davon, dass die Natur alles überlebt. Sogar den Untergang der Welt. Er sagte, er wisse, was zu tun sei, damit wir wieder auf die Erde zurückkehren könnten. Er wollte, dass wir ihm helfen. Dass wir den Stimmen in seinen Kopf folgen, verrückt. Wir haben ihn zu seinem eigenen Besten in eine Zelle gesperrt. Aber der Bastard hat den Extraktor versteckt und ist abgehauen, als wir alle schliefen. Ja, das passiert, ne? So, erste Hilfekasten. Wir gucken das einfach einmal an. Oh, wir haben sogar eine To-Do-Liste, ne? Sehr gut. Also haben die Noah hat Stimmen gehört, ist verrückt geworden und ja. Was haben wir hier? Ist das Noah? Vielleicht war das die Zelle von Noah hier? Ich weiß es nicht. Guck mal, hier liegt auch noch was. Aha, da ist unser Schiff, Leute. Guck mal. Geil. Geil, geil, geil. Aber ich guck mir das Ganze erstmal hier an, ne? Warte mal. Hier waren wir ja gerade, ne? Genau. Hier waren wir. Von da sind wir von hier gekommen. Ich weiß es nicht. Sind wir hier reingekommen? Ich habe immer Angst. Ja, genau. Das war die Rettungskapsel hier. Da hatten wir aber alles rausgenommen, glaube ich. Da war nichts mehr, ne? Doch, hier. Erste Hilfekasten. Dass ich nochmal zurückgegangen bin. Nach meiner geistigen Umnachtung hätte ich das übersehen. Okay, wir gucken nochmal schön. Oh, ach gut, Leute, guckt mal, ich das mal an. Wahnsinn. Wahnsinn, hier haben wir alles weggenommen, ne? Hier war nichts mehr, hier. Eine düstere Welt. In der wir jetzt überleben müssen. Irgendwie. Mit diesem wunderschönen Schiff. Aber, guck mal hier, was haben wir hier? Eine leere Flasche. Ah, Schmutzwasser. Das können wir befüllen. Oh, da muss ich aufpassen, dass ich nicht eh gedruckt halte, ne?
So, ein Transformator und hier haben wir wieder ein Lesezeichen. Ich baue seit 2 Monaten an einem neuen Flugzeug. Seit dieser Noah sich mit all unserer Ausrüstung aus dem Staub gemacht hat. Wäre meine Werkstatt bloß nicht eingestürzt, dann hätte ich die Forschung am Luftschiffmotor längst abgeschlossen. So, wir müssen das Ding reparieren. Platziere das Ruder, ist wohl angehakt. Platziere den Fabrikator. Baue den Deckextraktor, entferne die Wand, die die Werkstatt blockiert. Hole die Forschungsstation. Erweitere das Luftschiff, erfordert Ressourcen von anderen Standorten. So, da haben wir hier mal die Ressourcen, Flüssigkeit, Schmutzwasser, Transformator, was ist das? Herstellbares Element für fortschrittliche Gegenstände. Sehr gut. Und das kann man alles wieder schön einklappen hier. Sehr gut. Dann ist das alles nicht im Weg. So, Fabrikator. Ah, guck mal. Den müssen wir jetzt auf dem Luftschiff bauen. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich den da wo irgendwie hinsetze, woran ich stört, ne? Könnten wir hier hinsetzen, glaube ich, oder? Wow! Jetzt kriegen wir... Ui! Wow. Jetzt haben wir eine ganze Ecke an Plänen bekommen. Das ist krass. Aber guck mal hier, wir haben hier noch eine ganze Ecke. Wir wären doof, wenn wir das nicht alles mitnehmen, ne? Ah! Stimmt, hier kommen wir noch nicht ran. Das müssten wir, glaube ich, erstmal freispielen. Obwohl doch, hier kommen wir rein. Kann ich mich ducken? Ja. Sehr gut. Okay, ich wollte hier gar nicht hoch. Ich habe aus Versehen gedrückt. Überall liegen die toten Menschen hier. Okay, so ein Teil bräuchten wir auch auf dem Schiff, glaube ich, damit wir immer Wasser haben. Das müssen wir dann irgendwie abkochen. So, hier ist aber nichts. Doch, da ist noch ein Teilchen. Da oben ist mal rein noch, wahrscheinlich. Ich kann mich noch dunkel erinnern, dass das so war, dass wir mit irgendeinem Laser Sachen abbauen konnten. So, da haben wir nochmal Erste Hilfe. Und hier haben wir nochmal ein Hinweis. Lebensmittel und Wasser sammeln. Uns gehen Nahrungsvorräte, also Nahrungsmittel und Trinkwasser aus. Ich musste einen Weg finden, sie herbeizubeschaffen. Ich habe einen Köder vorbereitet, der Motoren aus den oberen Staubschichten anlockt. Kombiniere ihn mit dem Insektenfänger auf dem Luftschiff, lasse ihn herab und warte auf Beute. Die Lebensmittel aus dieser Welt roh zu essen kann schädlich sein. Ich setze eine Membran in den Wasserkondensator ein, falls Wasser zum Kochen benötigt wird. Vergiss nicht, es vorher zu filtern. So, dann haben wir die Technologiefabrikator. Okay. So, Insektenköder. Ah, genau, das waren die Filter. Guck mal hier. Ich glaube, da hat er sich noch ein bisschen was gegönnt. Leute, keiner macht den Drogen, ey. Macht das nicht. Ich sag's euch. Drogen sind scheiße. Ich habe nie welche genommen, aber ich habe Leute kennengelernt, die dran kaputt gegangen sind. Okay, von da sind wir, werden wir nach oben gekommen. Da haben wir alles, ne? Das heißt, guck mal, hier ist die Membrane. Die packen wir drauf. Und dann könnten wir uns hier jetzt die Köder dranhauen. Was könnte ich mir denn bauen? Den Deckextraktor? Aber den habe ich doch, ne? Oder? Ah, guck mal. Der bildet den Dreck, ne? Genau, ich mach mal zu. Mach mal den Extraktor. Oh, das sieht so geil aus. Printing completed. Ja. Am äußeren Teil des Luftschiffs. Am äußeren Teil. Das Problem ist... So.
Hab ich? Entferne das Hindernis, das den Eingang... Da. Haha. Kann ich den wieder aufheben? Jo. Ach, hier, ja, stimmt, hier ist ja auch noch, hier ist halt das Trittbrett. Da war ja was. Und jetzt können wir hier das Ganze schön, glaube ich, oder? Ja. Die Dinger können wir auch mitnehmen. Es gibt dann immer Stoffe, ne? Das ist geil. Dann machen wir das mal eben. Leute, ich glaube, jetzt haben wir alles. Kommen da immer synthetische Materialien raus? Wenn wir wahrscheinlich für irgendwas brauchen. So, wie gehe ich jetzt wieder raus? Okay, also wir brauchen jetzt Wasser. Nimm die Forschungsstation aus der Werkstatt. Die Forschungsstation aus der Werkstatt. Langsam, obwohl wir haben doch Wasser hier dabei, ne? Warte mal. Wir haben doch hier altes Dosenwasser. So, jetzt mal wieder voll. Sehr gut, dann haben wir das schon mal so weit geschafft. Da haben wir hier die nächste Notiz, die Bauplanforschung. Ich habe es geschafft, die Forschungsstation zu reparieren. Auf der Speicherkarte befindet sich noch ein paar alte Baupläne. Aber am wichtigsten ist der Scanner. Es ist wichtig, dass die Forschung abgeschlossen und der Scanner gebaut wird. Danach sollte er bestimmte Objekte in der Welt scannen, damit wir mehr Forschungsdaten für Baupläne gewinnen können. Ich brauche eine Batterie für das Gerät. Ich habe diesen alten Stromkasten aus den Ruinen ausgegraben. Die Stromquelle sollte darin sein. Sehr gut. Körperbatterie. So, dann haben wir sie. Ich glaube aber, das Schiff ist viel zu klein dafür, ne? Ich habe nichts übersehen, ne? Ich habe immer Angst. Ich kleiner Messi, ich werde da wahrscheinlich 50 Mal hinterher marschieren. Von da sind wir, ja genau, hier waren wir. So. Könnte ich, warte mal, Maschinenteile... Könnte ich was anderes bauen? Platziere die Forschungsstation auf dem Schiff. Boah, ist die riesig. Alter Falter, ich pack die erstmal. Man kann sie ja wieder aufheben. Erstmal hier hin. So, Batterie rein. Ah, guck mal, jetzt könnten wir zum Beispiel... neue Teile bauen, ne? Erforsche den Scanner. Okay, den Scanner. Wo ist der Scanner? Da. Research finalized. Das sieht so cool aus, ey. Das sieht so gut aus. Stelle den Scanner her. So, der wird wieder hier hergestellt wahrscheinlich, ne? Materialien haben wir. Printing completed. Analysis completed. Detected new objects requiring scanning. Okay, wir können jetzt scannen. Wir sollten aber auch hier mal gucken, dass wir uns was zu essen holen. Wollen wir den Köder? Da hier, ne? Haben wir nämlich auch. Jetzt senken wir mal ab. Es gibt hier wohl irgendwelche Nahrungsmittel, die hier drin sind. So ein Kürze. Ich glaube, der klackert rum, wenn er was hat. So. Überprüfe das Studienmenü. Auch immer das heißen mag. Calories level is decreasing. Ah, okay, wir haben was gefangen.
nochmal das Essen? Minus Wasser, minus Gesundheit. Boah. The immune system has dealt with viral infection. Jetzt habe ich irgendwas bekommen. Rohes Essen ist schädlich für die Gesundheit. Koche Essen mit sauberem Wasser in einem Elektrokocher. Habe ich einen Elektrokocher? Kann ich noch gar nicht bauen, ne? Elektrokocher, oder? Doch, hier haben wir Wasseraufbereiter, Wasserkondensator. Warte mal, bauen wir mal den Wasseraufbereiter. Ja, 5 Jahre später. Ja gut, so Wasseraufbereiter, ne? Am Anfang ist halt ein bisschen eng hier drauf, ne? Wir müssen das Schiff ja erstmal ausbauen. Printing completed. So, den haben wir. Und den schmeißen wir hier mal dran. An die Seite. Schmutzwasser hinzufügen. Schmutzwasser abfüllen. Nein, abfüllen. Und kann ich das noch reinmachen? Shit, jetzt habe ich die Flaschen voll, ne? Muss ich mal gucken, kann ich eine leere Flasche bauen? Warte mal, das, Essen. Elektrokocher. So, das A und O ist natürlich Essen trinken, ne? Das muss man immer haben. Ansonsten haben wir Probleme. So, und was ist das Studiengemü? Irgendwas muss ich scannen. Ich weiß nur nicht mehr was. Okay, wo ist abfällig? Ah, okay. Den stellen wir hier mal in die Ecke noch mit rein. Ah, pass mal auf, wir machen den mal runter. Köder ist drin, senken wir ab. Ich weiß nicht, was ich scannen soll, ganz ehrlich. Keine Ahnung, guck mal, da könnten wir... Metallgerüst. Metallquelle. Da auch. Haben wir. Metallcluster. Okay, aneben. Ja, mit der Motte und das werden wir gleich wieder absenken. Dann gucken wir mal, dass wir hier das Ganze gekocht kriegen, ne? Zutatenslot, Wasserslot. Den? Den? Korn? Hahaha, geil. So, was können wir da? Guck mal, da hinten haben wir. Da leuchtet es. Okay, Köder annehmen. Im sauberes Wasser. Er macht noch. Ende dem Bau des Luftschiffs. Was habe ich denn? Was fehlt mir denn jetzt hier? Habe ich hier irgendwas vergessen? Sie in der Datenbank an. Warte mal. Überprüfe das Studiummenü. Stelle die fehlenden Geräte her. Mit. Eine kontaminierte Mahlzeit? Ah. Ja, aber wir das Wasser nicht aufbereitet haben. Ich brauche eine Flasche. Ah, da ist das Ding weg. Warte mal. Leere Flasche. Mehr habe ich nicht. Benötigt eine Flasche. Warte mal. Ach nee.
Ich habe da den Bauplan jetzt, glaube ich, festgemacht, ne? Warte mal. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ach nee, ich muss nochmal. Warte mal, ich brauche die Materialien noch wieder. Ah. Moment. So. Die Fasern brauche ich. So. So, jetzt haben wir ein bisschen. Das müssen wir doch jetzt... Stimmt, da war ja was. Das ging in mehreren Abschnitten, ne? So, jetzt haben wir es. Jetzt, wenn wir den Bauplan... Eieieiei, doch gar nicht so leicht, wie ich dachte. So, dann kommen wir hier nämlich die leere Flasche. Da brauchen wir wieder Materialien. Kacke, warte. Wir kommen nämlich gerade welche lang. So, 19. 5. Das wird unsere Ressource sein, die wir wahrscheinlich ständig brauchen. Ich nehme mal ein paar mit hier. Ja, manche kriegst du gar nicht so schön. So, dann haben wir's. Sollen wir doch jetzt eine Wasserflasche haben, ne? Jawoll. Printing completed. So. Sauberes Wasser. Und das müssen wir nämlich jetzt hier reinmachen. Wasseraufbereitung. Überprüfe das Studiomenü. Was ist denn das Studiomenü? Nimm sauberes Wasser. Stille deinen Hunger. Wir haben noch alles. Okay. Habe ich noch Essen dabei? Ja. Pass mal auf, jetzt machen wir uns mal Essen. Jetzt haben wir ja sauberes Wasser. Jetzt, das sollte jetzt aber auch funktionieren, ne? Wir haben nicht mehr viel, warte mal. So. Ah, der Köder-Slot ist auch schon wieder leer. Kann man hier einen Köder bauen? Ja. Okay. Also haben wir da auch nicht unbegrenzt. Köder. Müssen wir mal gucken. So, sehr gut. Währenddessen werde ich mal hier schon mal die Dinger wieder wegzunehmen. Ist natürlich blöd, wenn die gar nicht hier in der Nähe sind, ne? So, jetzt haben wir eine gekochte. Das ist endlich mal ordentliches Essen. Ah, gut. Das dann nämlich wieder reinpacken. Also ich brauche sauberes Wasser. Schmutzwasser hinzufügen. Das heißt, wir müssten dann rein theoretisch auch so einen Kondensator wieder machen. Ne? Printing completed. Und den da wieder reinstellen. So. Ich weiß nicht, was der meint mit dem Luftschiff kontrollieren. Sieht ja alles gut aus.
Energie ist auch bald dem, geht den Bach runter, ne? Bett kann ich nicht, da fehlt Metall. Hm, warte mal, ich nehme den mal auf. Dann packen wir den dahin. Dann könnten wir hier das Metall abbauen. Da ist ein Metall. Wow, ich habe da was weggehauen. Uiuiui. Okay. Dann haben wir das Werkzeugladegerät. Lädt die Energie auf, um die Werkzeuge wieder hochzubringen. Flicken. Hm. Die To-Do-Liste. Ah, jetzt. Scanne einen synthetischen Cluster, der in der Luft fliegt. Hatten wir doch schon. So, ah, okay. Erforsche Motor und Kraftstoffe. Ah. Machen wir. Research finalized. So, und Kraftstoff, ne? Kraftstoff kann ich noch gar nicht. Baue den Motor, okay. Füllten da? Ah, Teile. Okay. Easy geht aber nie. Mach mal. So, und dann haben wir, glaube ich, hoffe ich. Ja. Motor. Sehr gut. Also, das dauert ja ewig, 3 Jahre. Machen Sie. Okay, wir haben den Motor. Das befüllen wir wieder mit Schmutzwasser. Nein, ich habe das getrunken. Ah! Ich bin so doof. So, was müssen wir machen? Platziere den Motor am äußersten Teil des Luftschiffs. Erstelle synthetischen Kraftstoff. Ja, wir sind echt sehr, sehr müde. Nein. Kraftstoff nehmen und ich glaube, den müssen wir jetzt hier reinpacken. Ne? So, genau. Beende den Bau des Luftschiffs, verlasse diesen Ort. So. Standortsignal. Fliege zum Ursprung des einfachen Blinklichts. Das haben wir, Leute. Wir sind unterwegs. Wir müssen aber auch noch ein Bett bauen, weil wir haben nicht mehr viel Energie.
Das machen wir aber alles in der nächsten Folge. Ich freue mich, wie es weitergeht. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ja, Däumchen wären Träumchen. Support ist halt kein Mord, Leute. Gerne ein Abo, wenn ihr neu seid. Und dann schaltet doch auch wieder zur nächsten Folge ein. Macht's gut. Ui, ich werde krank, glaube ich. Bis dahin. Ciao, ciao.